So, no! Ich habe keine Rüstung mit. Oh, kann ich nicht einfach. Hat Riven Rüstung? Magirre? Oder was hat Riven? Riven, go mit. Scheiße, ich kann nicht schreiben. Ich kann nicht schreiben. Ich gehe jetzt einfach Top Lane. Das ist das Los des Nicht-Schreiben-Könnens. Wir gehen. Ich habe Magieresistenz mit. Ich gehe einfach Top Lane. Vielleicht ist sie ja schon bereit, Midlane zu gehen. 6 zusätzliche Tasten reichen nicht aus. Nee, ja, nicht so gut. Ich finde die Tasten oben an. Diese Tasten hier, ich habe hier so Tasten, die kann man seitlich klicken. Da, die sind echt kacke. Oben auf der Maus seitlich. Ja, hey, Knixe, wie soll ich dir denn helfen? Wenn ich jetzt, als Toplaner zu helfen, ist komplett lost. Wieso fängst du überhaupt beim Blue-Buff an? Das ist, glaube ich, die schlechteste Jungle-Route, die ich kenne. No hate. Wieso ist Trismet? Ich bin verwirrt. Was für Trismet? Bei dir? Bei uns? Bei wem? So, wir haben Trist ADK. So, gucken wir mal. Yasuo ist immer noch in der Mitte. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt wenigstens das Magieresistenz-Matchup. Hey, Olener. Du glaubst. Du meinst, ja, also, ja, okay, ich glaube. Es ist safe, ich glaube. Aber man kann halt Vögel mega easy solo machen oder halt Red Buff. Red Buff into. Vögel ist halt like das beste Camp für Evelynn, deswegen meine ich. Und wer früher macht, der kann früher machen. Ich meine, man kann natürlich mit dem Blue Buff anfangen, wenn du danach mit dem Red Buff weitermachst. Da hast du den Red Buff halt mega viel zum Ganken. Wieso lässt er sich hitten? Ist der komplett retarded? Das Gute ist halt, der hat jetzt halt Teleporter-Boy, ne? Ist ein Teleporter-Boy, den töten wir jetzt einfach. Tschüss. 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 Tschüss! Das ist natürlich der Vorteil, weil wenn du halt eine Fliege mit zwei Klappen schlägst, der Vorteil ist halt der, dass er jetzt erstmal direkt wieder meine W abbekommt. Er hat halt nicht nur, dass ich jetzt halt Magieresistenz gegen Magie-Damage habe, er hat halt Rüstung dabei. Nicht, doch hat er wohl. Er hat sogar Rüstung dabei. Hä, ist er ein Knecht oder ist er ein Lord? Ja, gut. Ja, ne, warum sollte man eine Fliege mit einer Klappe schlagen, wenn du halt einfach mit zwei Klappen schlagen kannst? Ne? Ich meine, warum? So, gut. Gut. Wir pull. Ah! Den könnte ich actually töten, wenn ich ihn töten könnte, aber ich kann ihn nicht töten. Das ist jetzt schlecht. Das ist schlecht jetzt. Das ist jetzt schlecht tatsächlich. Ich weiß halt auch bis heute nicht, was er kann. Und das werde ich in den nächsten 12 Malen immer weiter so sagen. Guck mal, ich hatte nicht mal ein Schwert dabei, Leute. Ich hatte so ein Ligo Legando dabei. So, aber der wird schon sehen. Eine normale Tastatur hat 112 Tasten und Tobi braucht noch eine Maus mit Tasten. Ja, aber das ist halt. Nee, das kann. Also. Klar hat eine Tastatur 20.000 Tasten, aber welche. Hast du jemals schnell in Fight auf P gedrückt? Oder auf I oder auf M oder auf Z oder auf J? Das sind zwar alles Tasten, die du hast. Aber die kannst du halt nicht nutzen. They are not usable. Das ist halt das Problem in der Mitte, auf der Toplane als Talon so ein bisschen. Du hast nicht wirklich gute Möglichkeiten mit den Wänden. Das muss man einfach mal sagen. Deswegen wäre ich lieber in der Mitte. Aber gegen Yasuo halt gar keinen Bock. Und sie hat ihn gerade gekillt. Das ist also richtig, richtig. Eine richtig, richtig Situation. Kann ich die Dinger hier nehmen? Ja, schön. Alle Technics. Klar, bin alt. Ja, klar, ich bin alt. Ja, hä, nee, gerade erst dann geht es. Nee, also das kann mir keiner erzählen. Also so Tasten wie O und I klickst du halt einfach nicht. Das macht man nicht. Das macht niemand. Niemand auf der Welt macht es. Es hat einen Grund, dass Mäuse Tasten haben. So, was können wir hier machen? Wir machen erstmal sein Schild weg. Das ist Step 1. Und jetzt würde ich gleich auf ihn einkompilieren. Jetzt wäre perfekt. Jetzt wäre perfekt. Jetzt wäre perfekt. Jetzt wäre perfekt. Jetzt wäre okay. Naja, jetzt ist zu spät. Aber so, dass. Wann kommt sein Schild wieder? Bald. Naja, es geht noch. Was will er machen, wenn ich auf ihn draufspringe? Was will er machen? Was will er machen? Außer überhaupt gar nichts. Das zählt nicht. Sollen wir ihm gleich wieder Ignite machen? Was will er machen, wenn ich jetzt auf ihn draufspringe? Was will er dann machen? Was will er dann machen? Er könnte flashen. Das könnte er machen. Aber jetzt hat er keinen Flash mehr und ich bin fast tot. Aber ist okay. Ich habe ja noch einen Pot drin und ich kann mich ein bisschen heilen. Ich habe 5 Tasten und ich benutze halt keinen einzigen. Ja, das geht auch. Das geht natürlich auch. Hallo, Herr Täufer. Hallo, Technics. Das geht natürlich auch. So, ich werde ihn jetzt einfach anspringen und töten. Wir heilen uns nochmal vorher einmal.
Jetzt darf nur Vigo nicht kommen, aber der ist gerade unten und tötet meine Bot. Ich muss ihn jetzt nur anspringen, dann ist das free. Oh fuck, es killt mich. Und da sind ein bisschen viele Minions. Na shit, Alter. Bisschen heilen noch. Ja, Mist, Alter. Mist, jetzt hat er sein dreckiges, dämliches Drecksschild wieder. Komm schon, Schild. Oh. Er hat halt keinen Mana. Was will er machen? Oh, ich hab Ult. Perfekt. Perfekt. Er darf... Hat er schon Ult? Nein. Okay, ich muss ihn jetzt anjumperieren. Die Frage ist, kriege ich einen Stack, wenn ich ihn jetzt cue? Kriege ich dann einen Stack? Ah, oh, shit, jetzt ist er 6. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn er mich einfach ultet. No, das reicht aber nicht, oder? Nado, der stirbt aber. Ja, okay, naja, es war... Es ist okay. Naja, nee, jetzt verliere ich Minions. Na gut. Okay. Ja, okay, aber ich werde mehr damit machen. Die Frage ist, ich müsste bald swappen mit Riven, damit ich mal ein bisschen steppen kann. So, Leute, achso, ich wollte Muradingsi wieder gehen. Muradingsi Dongsi. Money Muni. Wir gehen, ich habe ja auch Mana Flowy mit. Mana Flowy und Muni Mani gehen wir. Talon haben die aber auch ordentlich genervt. Ja, der wurde jetzt aber letztens wieder gebufft, tatsächlich. Hallo Dodo, ich bin Garen-Spieler. Mit allen Tasten überfordert, was mehr als 2 Tasten benötigt. Ja, mit allen überfordert, was mehr als 2 Tasten. Q und E. Hä, und Ultimate, oder nicht? Q, Ultimate und... Für welchen Champion braucht man effektiv die wenigsten Tasten? Also klar, man kann mit den meisten Champions 3 oder 4 drücken, aber es gibt vielleicht mit welche, wo du nur 2 oder 3 brauchst. Yi, ja? Mit Yi brauchst du halt, naja, also klar. Brauchen wir QSS gegen ihn? Ich denke, ja. Nice, er ist schon 0-3, der Ding. Kaktus, Vayne, Udyr, Schmudyr. Ich habe leider noch kein Ult, aber er auch nicht. Guter Damage. Es war guter, aber auch schöner Damage. Es ist gut und gleich schön. Wir könnten ihn jetzt anflashen, mache ich auch. Was spricht dagegen? Was will er machen? Shit, das hat er gemacht. Das war klug. Und jetzt bin ich tot wahrscheinlich gleich. Außer ist jetzt die Frage, wer zuerst seinen Spell hat. Ich. Cool. War ein bisschen wack, weil er meine W gedodged hat. Aber wer tot ist, ist tot. Ehrlicher Damage. Ja, ehrlich, aber halt auch schön, ne? Das wäre halt das Beste, wenn er ehrlich und schön ist. Und das kannst du halt nicht immer erwarten, so. Master Yi zum Beispiel macht halt keinen ehrlichen Damage. Und auch keinen schönen Damage. Master Yi ist unehrlicher Schaden. Unehrlich und unehelich tatsächlich. Master Yi-Spieler bleiben für immer solo. No, der gibt mir den. Au, jetzt kommt gleich Vigos Schmigo wieder an. Hat er Flash oder so? Nee. Mein ersten Skin auf meinem neuen Account. Gekauft oder bekommen? Wie broken ist eigentlich der Damage? Ja, also okay, klar. Wenn man so Talon spielt, denkt man, Talon Damage ist echt broken. Aber wenn man dann halt einmal Aatrox gespielt hat, dann denkst du dir, wow. Warum sollte ich jemals Talon spielen, wenn ich halt Aatrox spielen könnte? Das ist halt so, was man so denkt. Riot Nasus, geil. Direkt zu deinem Lieblingschamp. All deinen LOL-Skill in eine spezifische Sportart transferieren? Naja, da wird ja nicht viel bei rauskommen, ne? Aber ja, vielleicht würde ich das machen. Naja, weiß ich nicht. So, hier können wir jetzt was machen, Leute. Was Cooles machen wir jetzt. Passt auf. Das hier ist natürlich cool. Und Slip. Und Slip. Und Slip. Und Slip. Ein bisschen mitlaufen. Und Auto-Tech-Tune. Jetzt brennt er, während er uns lasert. Oder er stirbt einfach. Aber er wäre auch gebrennt, während er gelasert hätte. Slibbidi-bibbidi-babbidi-bubbidi-babbidi-babbidi-bye. Da müssen wir den alten Talon überhaupt nicht. Der alte Talon war halt wirklich eine Vase, ne? Der war wirklich bad. All Talon, bad Talon. Also den Jump vermisse ich, ja. Der Talon-Jump war wirklich cool damals. Der war auch besser als der jetzige. Mit dem konntest du richtig Leute outplayen. Das vermisse ich. Das war cool, aber die neue E ist halt echt gut und wichtig. Und so. Dafür geht's aber Parcours. Ja, das stimmt. Aber die Q ist halt echt kacke, muss man sagen. Oh, shit. Hä, wieso ist der hier? Ich bin gar nicht mehr da. Tschüss. So, die Frage ist, was kostet das hier? Was braucht man hier? Ein Hammosche. Eine Hammosche. Wer ist die R von Talon auf Italienisch? Wie heißt ein italienischer Professor?
Assalto delle Ombre. Assalto. Ich finde die italienischen Namen. Diplomatia di Nox. Das klingt alles viel cooler. Was konnte der alte Tarn? Der alte Tarn ist geblinkt, wie die Katharina eh. Der ist einfach geblinkt. Das war schon sehr cool. So gut, ja, mega gut. Italienische Sprache, beste Sprache. So gut. Auf AD-Assassinen immer schwer das Denken, korrekt. Das ist auch immer noch wichtig. Oliver Schrupp. Oliver Schrupp könnte so ein Ding, so ein Märchen sein. Oliver Schrupp und seine Abenteuer. So, wir gehen mal in die Mitte. Nee, Japanisch ist zu Mainstream. Das ist zu langweilig. Japanisch und Koreanisch. Das sind so diese, ja, ich mache mein Spiel auf Koreanisch. So, ja, mein Gott, hat jeder. Sorry. Der ist, glaube ich, ne, er ist 1-4, hat einen Kill gemacht. Hey, bebe, bebe. Der wird jetzt gleich zu uns rüberspringen. Eine andere Möglichkeit hat er gar nicht. Deswegen warten wir einfach hier. Oh, lol, okay. Never mind, aber ich kann ja hier trotzdem was machen, oder nicht? Slippity slip und slippity, hier geht noch was. Leute, hier. Danger, Danger Dan. Ah, ich weiß nicht. Ja, ich muss ein bisschen aufbasche. Gehen wir erstmal, ja. Komm halt nirgendwo ran, du. Do, do, do. Do, 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 do. Bisschen aufbasche. Hey, Baby, Baby. Oh, machen wir jetzt Muna Mini Mani? Ne, erstmal machen wir Brawlers. Oder machen wir Muni Mani Mana? Ich hab leider nichts. Ich hab nichts. Doch, ein bisschen hätte ich. Ich geh da rein. Für einen Kill bin ich schon immer gegreedet. Wer wäre ich denn, wenn ich für sowas nicht greeden würde? Also bitte. Ich meine, ich muss ja auch mir treu bleiben. Also sorry. Sorry, no sorry. Fertig, was fertig? Ich hätte Riot damals schon beim alten Talon die Passive gebufft. Dann, die, das stimmt, da bin ich absolut bei dir, Tynex. Die alte Talon-Passive war halt wirklich garbage, muss man einfach sagen. Die alte Talon-Passive, für alle, die es nicht wissen, war... Hey, wenn der Gegner geslowed ist... Und wenn ich mich recht erinnere, konnte Talon nicht mal slowen. Seine E hat für 0,1 Sekunden geslowed, 0,25, glaube ich. Und vielleicht die W, ganz kurz, auf dem Rückweg, okay. Nee, ich glaube, nicht mal die W hat geslowt, oder? Ja, doch, doch, hat sie, doch, hat sie. Okay, aber er konnte nur über die W slowen. Und die E war actually kein Slow, lasst uns ehrlich sein. Das könnte reichen. Ja. Also, er konnte nicht mal richtig gut effektiv slowen. Ja, die W hatte eine 99% Slow, aber der war für 0,1 Sekunde. Also ich glaube, der war am Anfang eine Sekunde. Zwischendurch war der mal 0,5. Dann war der 0,25. Irgendwie so. Ich glaube, der war wirklich. Der war so wirklich mini kurz. In der Zeit kannst du gar keinen Schaden machen. So kurz war der. Ja, und that's the point. The point of no return. Ja, die Passive war wirklich kacke. Deswegen hast du auch auf Talon. Das habe ich zumindest gemacht. Ich weiß nicht, ob es Garbage war. Ich glaube, das haben auch andere Talons gemacht. Ich habe Frosthammer gebaut. Das war so ein Weg, den du halt gemacht hast. Du musstest Frosthammer bauen, damit du halt einfach slowen kannst. Was war nun? Achso, ja, also du machst Bonus-Damage, wenn der Gegner geslowt ist. Das war die Passive. Ist der Gegner geslowt, machst du mehr Schaden irgendwie. Ich glaube, du hast overall auf alles 10% mehr oder 10% mehr auf Auto-Attacks. Irgendwie sowas war das. Ich glaube sogar overall auf alles einfach. Außer halt auf Tiernahrung. Da war noch mehr Silence drin. Ne, das haben die zwischendurch immer geändert. Also erst, ganz am Anfang war es ein Silence. Und später wurde es ein Slow. Also die E. Erst war die Silence und dann war sie 99% Slow. Was cool war, aber halt wirklich nur für 0,25 oder sowas. Also gigakurz. Also gigakurz. Und damit meine ich nicht den Fernsehsender. Giga. Beziehungsweise war das ja, war das ein Fernsehsender? Ah, mein Turm! Ah! Okay, cool, 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 cool. Wie viel kostet der Bums hier? Der Bums, der Bums. 1,4, wow. Der Silence war cool, den habe ich am Anfang leider überhaupt nicht wertgeschätzt. Ich dachte so, wow, der Silence war halt auch, ich glaube der Silence war 0,25. Und ich habe ihn nicht gewertschätzt, bin ich ehrlich. Dachte so, ja, wow, voll weg. Aber der Silence hat halt im Endeffekt das gemacht, dass der Gegner kurz nichts machen kann. Was so ein Silence halt, wo der halt dafür da ist. Und das Coole war halt, du hast den Gegner angesprungen. Und der Gegner hat halt nichts gemacht. Ne? Der Gegner konnte, wie Corki, nicht einfach wegspringen. Tristana ist nicht einfach weggesprungen.
Ezio hat nicht einfach gemacht. Die standen da und haben nichts gemacht. Das war schon cool. Wenn du jetzt jemanden anspringst, dann ist der halt sofort weg. Ne? Das war halt the difference. Und am Anfang dachte ich so, ja, 0-2-5. So, wow, was willst du machen? Weg. Er hatte den alten Turn verglichen mit dem alten Set in Season 5. Ja, heavy mit dem alten Set. Also können wir machen, aber der alte Set ist doch immer noch wie der jetzige Set, oder? Was haben die an Set geändert? Oder was meinst du damit, den alten Set? Mein Set ist ja... An Set ist seit immer nichts gemacht worden. Was ist hier los? Können wir den töten? Theoretisch, aber ich habe noch 2 Sekunden auf Ding Ult und keine Ahnung, da will ich wahrscheinlich auch nicht gegen ihn fighten, oder? Hat der Bonus, wenn er in dem Zeug drinsteht? Schneller Damage oder irgendwas? Kann sein, dass er nochmal kommt, actually. Muss ich kurz aufpassen? Ja, wusste ich, weil ich klug bin. Ich bin nämlich klug! So. Er bekommt den Text-Speed. Okay, cool, 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 cool. Jetzt haben wir Munimana, Munamana, Marana. Fertig. Die Frage ist, ob ich jetzt das Conqueror spielen soll mit dem Bild. Gut, jetzt brauchen wir... Was gehen wir jetzt, Leute? Oh ja, hier, den hier. Das ist das Perfekte. Also wir könnten Kollekteure natürlich gehen, aber ich glaube, das Ding... Rancore di Serilita. Das Item ist geil. Ohne Witz, ich finde das Item geil. Okay, Attack Damage. Müssen wir jetzt ehrlich sein, 45 für 3-4 ist nicht viel. Na, Attack Damage, Vor allem... Ja, also, Ne? Oh nein, mein Turm. Ah. Aber, oh shit, ich hätte das Ding kaufen können. Das Teil hat halt auch 30% Penne, 20 Velocity und ein Slow. Das ist schon cool, ne? Dann sagst du nix. So, wen töten wir? Vigo, Schmigo. Hat der irgendwas Defensives, auf was ich achten muss? Oder töte ich den einfach? Fandst du die alte W? Ich fand die W mit dem Aktivieren schon ziemlich cool. Also mit diesen Stacks. Mit diesem Aufladen. Fand ich schon sehr cool, ja. Aber es gab auch Zeiten, da habe ich es, glaube ich, gehatet. Also es war so beides. Der ist schon tot, ja, aber... Was ist, wenn ich ihn einfach nochmal töte? Oh, da unten ist Yaslan. Den töten wir. Oh, Leute! Ich zeige euch jetzt mal Surrender Penetration auf einem AD Carry. Außer die sehen mich wahrscheinlich. Die haben hier irgendwo Wards, oder? Wards und Vision. Sind wahrscheinlich beide back jetzt schon. Wir warten einfach mal ein bisschen. A bischel. Ich würde mich auf dem AD Gary sehen. Und ich würde ihm... Ich würde aber erst Mana Mona Mana Mana Feuer haben. Da ist er. Wir können ihn schon mal... Ich zeig ihm mal meinen Damage. Ah, shit, okay. Ja, das ist, was ich meine. Also, der Gegner flasht halt. Also beziehungsweise, also war jetzt nicht schlimm. Ich glaube, ich hätte ihn getötet, wenn ich nicht das gemacht hätte. Die Combo dauert zu lange. Ist einfach so. Das dauert zu lange. Also für einen Fast Kill, ich hätte Q-Ult machen sollen. Ja, auf jeden Fall. Der Gegner flasht halt sofort weg. Das ist der Punkt, ne? Und da hatte der alte Talo mit seiner E, das war halt cool. Du bist auf ihn drauf und du tötest ihn einfach kurz. So, wir kaufen jetzt dann... Boah, ich muss nochmal kurz das Item überdenken. Das hat... Also ich finde schon cool, aber 45 AD, wie viel hat denn so ein handelsübliches, normales, mittelständisches Item? Wie viel hat der Bogen? Oder Black Cleaver? Vergleichen, es ist ja quasi Black Cleaver. Black Cleaver kostet 300 weniger, hat halt auch keine AD. Kostet aber 300 weniger. Hat 5 mehr Velocity, hat halt HP. Hier haben wir aber direkt 30% Pen. Oh shit, ich kann das kaufen. Und hier muss das stacken. Also es ist schon besser als Black Cleaver, würde ich sagen. Weil es hat ja auch 5 AD mehr. Was ist mit dem Pennbogen? Wo ist der Pennbogen? Ist es das? Nee. Wo ist denn der? Hat... Das hier kostet auch... Naja, es kostet 500 weniger, hat aber 35 AD und gleich viel Pen und Crit. Boah. Dafür hat aber das keine Velocity. Ich würde sagen, das Teil hier schon besser. Hallo, kauf doch mal. Wo bin ich denn? Warum bin ich rechts? Du siehst heute wieder fresh aus. Ja, danke dir. Du siehst heute auch fresh aus. Muss sagen, bin null Fan von AD Midlaner. Naja, deswegen bin ich auf der Toplane gewesen, ne? Dieses Shieldbreaker-Item ist auch nicht bad als Time. Du meinst
Du meinst den Serpentfang, das meinst du? Die Pässe von dem Item ist aber, gibt halt einen krassen Haufen AD. Okay, lasst uns das mal angucken. Das Item kostet 2,625. Gibt 55 Attack Damage. Ja, dafür, dass es so wenig. Und nochmal Lidelity, ne? Dafür muss man echt sagen, dafür, dass es so wenig kostet, gibt es echt viel Stats, ja. Muss man akzeptieren. Und wenn der Gegner ein Schild hat, ist es halt auch nicht verkehrt, ne? Ich meine, wer hat hier ein Schild? Wir müssen jetzt mal Mura. Wir machen mal. Wir farmen jetzt mal, weil. Ich brauche mal Mani Mana Muna Mana jetzt fertig. Oh hier, wie wär's mit dem wohl? Der ist tot. Wir machen jetzt so, dann machen wir so, dann machen wir so, dann machen wir. Ich wollte noch ulten. Ja, dieses. Ich meine, aktuell, ich finde halt, ich weiß nicht, ich bin halt immer. Ich liebe Velocity. Velocity klingt auch super geil. Also CDR, ich liebe CDR. Ich bin einfach CDR-Liebhaber. Schon immer gewesen. Es gibt nichts, was ich lieber baue als CDR. Deswegen passt dieses Armor-Ding-Teil dann richtig gut zu mir. Das hier. Danach könnten wir Serpents. Ich meine, es gibt jetzt auch nichts mehr, was ich wirklich brauche, oder? Yomus. Okay, ein Yomus wäre noch cool. Yomus wäre sehr cool. Sehr cool. Ich würde eben kurz mal Surrender penetrieren. Shit, Mann, das ist es, Leute. Wirklich? Ach, Mann. Das ist es. War da Mede. Ich brauche Archimedes. Das hier ist Sakramente. Wie viel brauchen wir für den Bums hier? Wieso ist er immer so weit weg? So, was ist jetzt hier Sache? Was ist Klasse? Was ist Masse? Wo ist... Ich brauche den Slow hier. Aber der ist, glaube ich, nur... Ne, auf Abilities. Perfekt quasi. Perfekt. Wie viel Slow ist das? 30. Das ist okay. QSS maybe. Ja, aber... Woran... Wieso ist er immer so schnell? Ja, gut. Er ist halt... Er krittet halt immer. Und deswegen läuft er einfach so unglaublich schnell. Oder benutzt er Gale Force? Ne, das ist ja nicht... Damit kann man ja nicht wegdashen, oder? Oder? Doch, kann man. Benutzt er Gale Force, um wegzudashen? Und er hat halt Gale Force, er hat Swifties und er ist halt Jin. Er ist ein kleiner Ludolf. Den werden, Leute, der wird, ich, passt auf. Ich werde jetzt eine Message senden. Ich werde meinen Mana Mona Mini Mani Muni jetzt decken. Und dann werde ich ihn auf die schwarze Liste setzen und ihn one-shotten. Ich werde ihn one-shotten. Und er wird nichts dagegen tun können, weil er gewone-shottet wird. Wir müssen natürlich jetzt die Agenda abarbeiten. Bedeutet, wir farmen mal eben die Mana-Stacks. Die Dinger kann sie ruhig haben. Ich will nur die Stacks haben, actually. 100 Stacks brauchen wir noch. Und das Teil brauchen wir. Den Ding-Teiler brauchen wir noch. Ich brauche Stacks. Gib mir Stacks. Ah! Aber der Buff war auch echt cool auf die W. Ne, man, die Minions gehen jetzt echt gut tot. Muss man einfach akzeptieren. Hier ein Wand. Wieso sind hier nirgendwo Minions? Monster-Minions. Wann kommen die? Oh, Mann, ich bin mit meinen Agendas noch nicht bereit. Die Frage ist ein Gale Force bereit? Egal. Hurra! Hurra! Brasni, Urmanov, Tschermakov, Kurvakov. Das war aber noch nicht. Ich glaube, ich hatte ich Muni, Mana, Mura, Mana schon fertig? Was? Ich glaube nicht. So. Jetzt machen wir das. Und wir werden jetzt nur Jin one-shotten. Wir werden nichts anderes machen. Doch, hat es okay. Vielleicht ist er auch deswegen gestorben. Wir gucken unseren Damage hier an. Das waren 267, okay. Ich werde ihn nur noch Jin töten. Mein Team muss den Rest machen. Oh, der Major ist Soul Stealer. Da muss noch ein bisschen... Aber ich sehe, ich habe manchmal auch einen leeren Soul Stealer. Und was nicht ist, kann er noch werden. Was tot ist, kann niemals sterben. Was leer ist, kann aber gefüllt werden. Ein leeres Gefäß kann immer gefüllt werden. So, wir warten jetzt actually einfach auf Jin und töten ihn direkt wieder. Und den vielleicht auch. Ah, nee, doch nicht. Au, heiß. Das finde ich ganz schön heiß. Und jetzt warten wir auf Jin und töten ihn wieder. Also, so, ich gehe jetzt back und mache mich, ich prepare. Was kaufen wir jetzt? Ich würde sagen, Yomus wäre auch sehr gut gegen Jin.
So, wie viel Damage waren das jetzt wieder? Ja, es sind pro Ding ungefähr 280 Schaden. Pro Combo. Und ich mache ja nicht mal alles. Also eine Full Damage, Full Fast Combo mit mehr Auto-Attacks, ein Spell mehr. So, also schon gut, ne? So 300 Schaden, 350 wären es bestimmt. Einfach mehr Schwerter, ja. Ich würde sogar Jumus vermutlich vor dem Ding da bauen. Vor dem Teil würde ich Jumus bauen. Weil Armor Pen brauche ich noch nicht. Sind wir ehrlich. Das hier ist nicht Jhin, oder? Ist das Jhin? Ich muss mein Zeug für Jhin aufbewahren. So, wir warten jetzt hier wie so ein Wolf. Man sagt ja auch, der einsame Wolf. Und jetzt wird gleich Jhin hier irgendwo von hinten seinem Team helfen wollen. Und naja, sorry, aber was will man sagen? Was will man sagen? Es ist sorry, my sorry. Sorry, my sorry. Ja, gut, den gönnen wir auch mal noch. Der hat mich gehatet. Oh, ja, Auto-Attack, ne? Alter, macht es. Ohne Witz, Muni Mana, Mara Mani Mani Muni. Macht aber auch echt sahnigen Mana-Damage. Ne, also I like. Ist ein richtiger Eyeliner. Für die Augen. Ein Like-Eyeliner. Schön, schön, schön. Und jetzt warten wir auf Jhin und töten Jhin. Sorry, aber ich kann mich nicht genug entschuldigen. Aber irgendwann sind die Faxen dicke. Ne? Ich habe leider kein Flash und nichts. Naja, also ich meine, also ich habe alles außer nichts. Wo wird Jhin kommen? Er wird die Mitte defen. Also passt auf. Mein Team wird sich jetzt zurückziehen. Dann wird das gegnerische Team chasen. Und dann werde ich von hinten Jhin töten. Jhin wird vermutlich jetzt noch ein bisschen farmen. Die werden dann noch ein bisschen chasen. Vielleicht geht Jhin auch nach oben. Wir warten. Der einsame Wolf wartet. Okay, er müsste jetzt hier irgendwo sein. Oh ja, er farmt oben. Ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Ist das Ranked? Natürlich ist das Ranked. Normal Game. Imagine. Okay, wir müssen ihn studieren. Er läuft jetzt da lang. Er wird jetzt hier lang laufen. Sieht er mich vielleicht? Okay. Na, auch ein guter Jäger schlägt mal ins Schwarze. Ja, mein Team macht gerade zu viel Druck. Leute, ihr müsst weniger Druck machen. Oder ich komme halt ohne Flash nicht an ihn ran. Das ist wäre normal, weil du positiv stehst. Ja, Saramol. Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn hier hin? Wir könnten ja anfaken, dass ich die Türme mache. Nein, nicht. Hör auf, Juanovic. Danke dir. Du kleine, süße Zuckermaus. Dankeschön, Juanovic. Wir könnten ja so tun, als wäre ich AFK. Oh no, ich bin AFK. Don't attack me, ich habe ein DC. Oh no, my DC, my internet is amazing not. Ah shit, okay. Ja, dann töte ich ihn. Ja, Mist, okay, hat nicht geklappt. Danke dir, Juanovic. Findest du Corruption besser oder die Flask? Du meinst das hier oder das Vor-Upgrade? Oder was meinst du? Oh Mann, Leute. Ich kann der Jhin. Wir machen zu viel Druck. Can we weniger Pressure? Also eigentlich spiele ich nie Flask. Ich habe nur Flask gestartet, weil ich dachte, ich spiele ohne Rüstung gegen den da. Manchmal, wenn ich richtig Bock habe, spiele ich Flask so. Aber generell nicht, ja. Ich bin kein Flask. Also ich liebe die Flask. Würde aber sagen, sie ist nicht so gut auf Talon. So weit würde ich gehen. So, wir haben Flash, Leute. Jetzt können wir was machen. Flash, jetzt ready. Let's go. Und Feuer! Und wir tun so, als würden wir hier hinlaufen. Feuer! Hast du davon? This is what you have in Gotting from that. Reapers, Creepers, Troopers, Sweepers. Na, 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 Batman. So, lass mal ein bisschen shoppen, schmoppen. Butze, Mann. Musik wie gleich. Ja, schön, 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 schön. Grügo, grüß Gott. So. Aber jetzt mal ehrlich. Das Teil into... Ich weiß nicht, das könnte man vielleicht noch ein bisschen delayen. Also entweder das Teil into das Teil into das Teil oder das Teil into das... Ich meine, wenn man es früher baut, kann man es früher stacken, ne? Also besser stacken. Das Teil into das Teil into das Teil into das Teil. Ich würde sagen, so ist ein ganz guter Bild, oder? Vielleicht, was fehlt jetzt? Was fehlt jetzt noch für ein Item?
alternativen GH vielleicht. Den schaffe ich nicht. Doch, den schaffe ich. Da war aber knapp. War echt knapp, der Kiste. Infinities, ne, mit dem Itembild ist Infinity nicht gut, weil wir überhaupt keinen Crit haben. Wir könnten jetzt noch dieses Serpent Fang kaufen. Wobei ich finde, als letztes Item ist es immer am besten, ein möglichst teures Item zu kaufen. Weil du ja nichts danach mehr bauen kannst. Was wäre ein cooles letztes Item? Eine QSS? Ist das hier QSS? Keine Ahnung. Ein GA, vielleicht ein Kollekteur, aber Kollekteur, ich bin, ja, na, ich weiß nicht. Ein Raveness, Lifesteal, ne, ich weiß nicht, ich glaube, wir enden gerade. Kollekteur wäre okay, der Kollekteur, das wäre jetzt aber auch nicht, Kollekteur wäre halt besser mit mehr CA, oh, ich wollte ihn nochmal töten, mit mehr Crit, ne. Vittoria!